gegen Darae Amiibo! Yo Leute, der N-Smash XD wieder am Drücker und willkommen zum nächsten Part von N-Smash vs. Amiibo. Der Kandidat, der letzte Kandidat für diese Woche ist niemand anderes als Darae oder Robin, je nachdem wie er ja, heißen sollte. Das finde ich schon komisch. Im deutschsprachigen Raum, also Fire Emblem Awakening, wo er ja ursprünglich herkommt, da heißt er ja im deutschsprachigen Raum und im amerikanischen Raum, glaube ich, auch Robin. Aber ich glaube auch, Darae ist der französische Name. Und in Smash Bros. In der amerikanischen Version, da heißt er auch Robin, aber bei uns im deutschsprachigen Raum wiederum heißt er Darae. Warum das so ist, keine Ahnung, war vielleicht ein Übersetzungsfehler von Nintendo oder sie haben es einfach vergessen, ihn umzubenennen. Je nachdem. Jedenfalls, da das die Smash Bros. Amiibo ist, habe ich mir gedacht, komm, nennst du ihn dann halt auch Darae. Aber ich weiß, dass er im deutschsprachigen Raum eigentlich Robin heißt. Oder sie, je nachdem, welches Geschlecht man nimmt. Na gut, die Stats. Angriff plus 36, die Abwehr plus 61 und ja, ich habe ihn auch, wie bei Link, im letzten Part auch etwas Tempo gegeben, weil er meiner Meinung nach auch schon so ein bisschen langsam unterwegs ist. Und ja, von daher bin ich gespannt, wie das laufen wird. Dazu noch die Fähigkeiten unverwundbar in Notlage. Also wenn er 100% oder mehr erreicht hat, also ab der 100% Grenze, wird er für kurze Zeit unverwundbar. Dazu kommt dann auch noch die Autoheilung. Ach, die Autoheilung, meine Lieblingsfähigkeit. Und als dritte Fähigkeit stärkere Angriffe in Notlage. Also ihr merkt schon, wenn Darae ihn ordentlich in die Bredouille kommt, dann bekommt er einen ordentlichen Powerboost. Und ja, das dürfte sehr interessant werden. Und ja gut, verlieren wir auch keine Zeit und beginnen sofort mit dem ersten Kampf. Ring frei! Alles klar, mit Quajutsu geht's auf in die erste Runde gegen Darae. Er hat einen unfairen Vorteil, er kämpft mit Elektrizität. Quajutsu ist doch ein Wasser-Pokémon. Nein, die Typenwechselwirkungen von Pokémon haben hier natürlich keinen Einfluss. Wir zählen allein nur die Skills. Er hat das als Schwert einfach auf mich geschleudert. Wow, Alter, die Würfe von ihm, die sind ja mal Hammer. Ja. Ich habe auch nicht so oft gegen Darae gespielt. Also ich kenne schon ein bisschen was von seinen Movepools, seinen Tools und so weiter. Aber gegen diese Amiibo, na, wer weiß, wie das ausgehen wird. Oh, das Dauer für... Oh, und das hat sogar gereicht, um mich rauszuhauen. Wow, also ich bin gerade echt überrascht. Dazu noch die Autoheilung. Also ich muss wirklich schnell zusehen, dass ich möglichst viel Prozente reinbekomme. Wobei, ab der 100er Grenze aktiviert sich ja die Fähigkeit von ihm. Oh, ja. Jetzt ist er kurze Zeit unverwundbar und bekommt auch noch seinen Angriffsboost. Oh. Lass dich doch mal treffen. Das Witzige ist, wenn er jetzt wieder unter die 100% Marke kommt und ich es wieder schaffe, ihm mehr als 100% reinzudonnern, dann wird... Wow! Dann wird er wieder unbesiegbar und bekommt einen Powerboost. Also da habe ich echt was Teuflisches zusammengestellt an Fähigkeiten. Oh, okay, das aktiviert sich doch nicht. Okay, vielleicht gibt es ein bestimmtes Zeitlimit, das erst vergehen muss, damit diese Fähigkeit auch wieder aktiviert werden kann. Komisch. Nein, nicht Nosferatu! Oder es ist vielleicht so, dass sich diese Fähigkeit nur einmal pro seinem Stock aktiviert. Das könnte auch sein. Dass wenn ich ihn dann raushaue und er nur noch zwei Stocks hat, dass ich dann diese Fähigkeit nur wieder aktivieren kann. Interessant. Wow! Lol. Da habe ich seinen Feuerangriff einfach mal mit dem Up-Air mehr oder weniger abgeblockt. Ratchetu! Und Smash! Und weg bist du! Also der Kampf läuft recht aus... Wow! Recht ausgeglichen.
Bis auf den Anfang, wo er mich einfach mal so mit seinem Dauerfeuer rausgeworfen hat. Wow! Wow! Also, nein! Ich wollte gerade sagen, wenn mich das getroffen hätte, dann wäre ich weg. Ai. Kurz vor Time-Up doch noch alle Stocks von mir rausgehauen. Also darin ist auch ein Charakter, eine Amiibo, den ich nicht unterschätzen sollte. Ja, und Leute, ja, ich habe den ersten Kampf verloren, also welcher Charakter würde da, dürfte dann jetzt wohl von mir kommen? Lucario muss wieder mal ran, er muss versuchen, diese Runde für mich zu retten. Oder zumindest einen Ausgleich zu erringen. Oh, beide chargen ihre Attacken auf. Wow! Was mich jetzt da betrifft, hätte ich jetzt nicht gedacht. Da, zack und zack. Nix mit Earth Fire. Junge, klick doch mal raus. Nix mit Nosferatu. Mist. Boah, er hat sich abgerollt. Junge. Oh, da aktiviert sich die Fähigkeiten. Was mache ich? Das mache ich. Und Smash! Mist. Nein! Das ist meine Rage auch noch weg, och Mann. Was sollte das werden, Darain? Das war ja mal richtig fail. Komm schon, Mann! Ich muss sie doch mal raushauen können! Ach, Menno! Endlich mal! Mit dem F-Smash! Oder auch mal Zeit! Boah. Ich hab so Angst. Nein! Oh mein Gott! Oh oh. Nein! Nein, Lucario! Oh Mann! Was soll das hier noch werden? Das wird ein Sudden Death. Vorbei. Noch nicht. Oh, dann ist immer wieder erstmal unbesiegbar. Und tschüss! Lucario hat's mal wieder gerissen. Es steht wieder mal 1-1. An die dritte Runde steht es bevor. Und die wird alles entscheiden. Gut, letzte Runde. Mewtwo. Du schaffst es. Du wirst es schaffen. Du musst es schaffen! Magie gegen Psycho-Power. Nein! Oh, sehr schön. Oh, sehr schön, in Upsmash rein. Wow, das war knapp. Oh, genau das hat funktioniert, was ich euch schon mal in einem der ersteren Parts erzählt habe, dass man mit dieser geilen Kettenkombo mit dem Front Air
so richtig geil den Gegner rauskicken kann, selbst wenn er noch schon wenig Prozente hat. Nein, 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 oh mein Gott! Oh Mann, was tue ich? Nein! Oh, diese... Alter, Mewtwo's Grab hat so eine geringe Reichweite, das ist furchtbar. Zack und zack. Ach Mist, hat nicht mehr gereicht. Wow! Okay, der Angriff von ihm hat mich jetzt gerettet, seltsamerweise. Da. Oh nein! Oh. Sehr schön, aber seine Fähigkeit aktiviert sich. Das ist nicht gut. Nein! Nein, Mewtwo! Alter, du bist doch so ein Arschloch. Also nicht Mewtwo, sondern Darain. Oh, jawohl, schön gespiked. Genau das wollte ich. Jetzt muss ich so aufpassen. Da Mewtwo ja so leicht ist, kann er ganz leicht rausgekickt werden. Nein, nein, oh Mewtwo, halt durch. Oh mein Gott. Oh Gott, wie soll ich jetzt so lange durchhalten? Oh, ich bin ein Feigling. Ich geb's zu, Leute. Ich bin ein Feigling. Oh. Ich geb zu, das war jetzt total scheiße von mir, aber ganz ehrlich, ich habe so einen Hass auf diesen Darain entwickelt, das war jetzt echt mal sowas von Latte. Dass ich während eines Parts mal so einen Hass gegenüber einem Charakter entwickeln würde, hätte ich echt nicht gedacht. Oh, ich weiß, es war ziemlich lame. Ein ziemlich lamer Sieg, könnte man schon sagen. Aber ganz ehrlich, Darain, ich hasse dich ab diesem Part, hasse ich dich so sehr, dass es mir geradezu scheißegal ist. Na gut. Wieder ein Punkt gegen die Amiibos. Ich weiß. Ich muss es mir eingestehen. Es ist ehrlich gesagt schon ein ziemlich unverdienter Punkt. Aber wie gesagt, bei dem Charakter ist es mir gerade mal scheißegal. Ich hoffe, es hat euch dennoch einigermaßen gefallen. Ich verspreche euch, der nächste Part wird wieder umso besser. Und also besser im Sinne von, ja, ich laufe nicht mehr einfach weg, bis der Timer abläuft. Aber na gut, ich hoffe, es hat euch dennoch irgendwie gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part auch wieder dabei seid. Und ich verabschiede mich dann und sage, wie immer, denkt dran, immer schön zocken. Ciao! Glückwunsch!